Das reicht, wir sind fertig, das ist mein gebautes. Ja, meine Leute, was geht? Hier wieder bei Dali Gaming, willkommen zu einer Runde Master Builders. Es kam lange nicht mehr, aber jetzt ist es wieder am Stissel. Heute mit dem Thema Pool Party. 3, 2, 1, ab jetzt geht's los. So, Pool Party. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier so einen wunderschönen Boden für den wunderschönen Pool. Ich habe lange nicht mehr gebaut, Leute. Bitte nicht lachen über mein gebautes. Oh, nee, jetzt weiß ich nur mehr. Oh, ey, dieses Texture Pack. Bitte einmal das normale Texture Pack nehmen, Malo. Danke. So, wir spielen ja gerade bei Malo und fertig ist. Ups. So, nein, falsch. Fuck, nein, Mist. Oh, was mache ich hier? So, so, passt. So, jetzt haben wir hier schon mal den Pool. Das würde ich sagen, das ist der Pool, das reicht. Wir sind fertig. Das ist mein gebautes. Nein, Spaß. So, wir bauen das jetzt hier eben noch ein bisschen größer. Das sieht ein bisschen komisch aus, wie so ein Ei. Humor ist echt komisch. Was für ein Humor, hä? Ich habe keinen Humor. Ich bin der Teufel. So, das ist auf jeden Fall der Pool hier. Sieht natürlich rund aus. Ist natürlich klar. Dann machen wir das hier alles noch voll mit Quarz. Ich finde, Quarz sieht jetzt voll komisch aus bei diesem Texture Pack, aber ist in Ordnung. Kann man nicht ändern. Ja, so ein Pool, zwei Stufen reichen. So, müsste reichen. Dann brauchen wir auf jeden Fall die wunderschöne Leiter, ja, damit man auch so hochkommen kann für so, ja, sagen wir es mal so, so Lappen, die halt nicht das können. Ja, die brauchen halt immer so. Wir haben Zeit, 5 Minuten. 5 minutes ago. So, dann machen wir das alles hier mit Wasser voll. Ich weiß, Leute, ich bin hier überhaupt kein Bauchef oder so. Ich werde auch kein Architekt oder so. Früher konnte ich richtig bauen. Richtig gut bauen und da geht auch schon die Leiter ab. Nice, so wollte ich das. Ja, ich würde sagen, die Höhe reicht jetzt erstmal. Das ist ganz in Ordnung. Allerdings ist mir doch irgendwie ein bisschen zu hoch, oder? Warte, wir machen das jetzt noch ein bisschen anders. Wir machen auf jeden Fall noch eine Quarztreppe hier hin. Oh, fail, was mache ich da? Mann, bin ich abgehoben. Nee, das ist falsch. So, nee, nein, doch, ja, so, so ist es richtig. Und dann machen wir halt noch so und so sieht das eigentlich ganz in Ordnung aus. Das ist mein Pool, so wünsche ich mir den zu Hause. Machen wir natürlich jetzt hier noch ein bisschen Glow sollen. Ja, so ein Pool, der hat natürlich immer so Licht im Becken. Da machen wir jetzt einfach mal hier, einmal hier in der Ecke. Einmal hier in der Ecke, so einen kleinen Luxuspool. Ah, klar, mit einem Loch drinnen natürlich, damit das Wasser rausfließt, ist Standard. So, dann machen wir natürlich hier auch noch ein Ding hin. Und jetzt kommen wir einfach mal zu dem hier und dem hier und den hier und den hier und den hier und den hier. Passt das eigentlich? Ja, das passt. Den hier und den hier. So. So, machen wir das auch noch hier voll mit Licht. Ja, natürlich, so Licht ist natürlich oben, dann springt man da drauf und dann ist man gearscht. Ja, das ist mein Pool, Leute. Einfach mal bewerten, 1 plus mit Sternchen, ist ja natürlich gleich. So, jetzt machen wir hier die schöne Liege. Ich habe keine Ahnung mehr, wie diese Liegen gehen. Bitte lacht mich jetzt hier nicht aus. Ich glaube, wir brauchen noch eine Druckplatte. Ich habe gesagt, bitte lacht mich nicht aus. Danke. Oh, ja, ja. Habe ich was missverstanden. Ja, meine ich auch. So, das ist halt meine Liege hier. Ne, so ein bisschen im Pool-Style. Ich finde, so Liegen sind natürlich so Quarz mit Stein, also so sehen Liegen aus. Das ist natürlich so. Auf eine Idee gebracht, danke. Ach nee, da bringe ich auch noch jemanden auf eine Idee. Das ist ja abgehoben, ne? Wie sonst was. So, können wir noch hier. Ach, das geht leider nicht. Ey, ich finde, das. So sieht's besser aus, oder? Ja, so. So sieht's besser aus. Oder? Sieht das so besser aus, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich finde so, nicht jeder hat ein rotes Handtuch dabei. Es gibt ja auch manche Leute, die wollen dann so ein blaues Handtuch haben, so. Ah, danke, Kevin. Och, Mann, ey. Nimm doch nicht meine Ideen hier. Ach komm, wir nehmen auch noch gelb. Wir machen das ein bisschen bisschen bunt hier. Es gibt natürlich die Menschen ja, so und so. Okay. Dann machen wir noch grün hin und gelb. So, dann haben wir hier eine ganze Regenbogenfamilie. Das passt alles. So, dann brauchen wir auf jeden Fall den ein oder anderen Villager. Die gibt's ja hier. Ah, danke, Kevin. Hörst du mal auf, meine Ideen zu klauen. Danke. So, dann packen wir hier noch einen Villager rein. So, die haben hier ihren Spaß. Die spielen hier ein bisschen herum. Die versuchen auf jeden Fall zu schwimmen. Dann kriegen sie noch einen Wasserball. Wasserball? Ah. Wie soll ich einen Wasserball machen? Ja, ich hab die können Idee. Leider keine Enderperle rumwerfen. Also ich habe eine Idee für einen Wasserball.
Okay. Ey, nicht abhauen. Du sollst im Pool bleiben. Abgehoben, ey. Da brauchen wir ein paar mehr, weil manche dann immer abhauen werden. Wasserball, Wasserball. Ja. Gut, Finde ich ja. Auf jeden Fall cool, dass du mir die Tipps gibst. Kein Problem, Team Bash, ich bin immer für dich bar. Ja, das finde ich doch gut so. So, da haben sie ihren Diamant-Wasserball. Ach, Wasserball passt nicht, sieht scheiße aus. Ja, die Zeit ist vorbei, Team Bash, würde ich sagen, ne? Willst du mich verarschen? Ich bin nicht fertig. Ach, leck mich doch mal. Dann gucken wir uns einfach mal die erste Sache an. Okay. Ja, okay. So. Oh, okay. Oh, okay. Was findest du so lustig? Also. Digga, was geht mit den Dorfbewohnern ab? Ihr sollt nicht da ein bisschen rumknutschen? Das könnte so Kevin liegen sein, Alter. Ey, was für Kevin liegen? Das ist, was für Rot? Sag mal, du kommst ganz schnell hierher. Ja, was für Rot? Oh, ups, ich hab was abgebaut. Ups, Ich hab dir auch Rot gegeben. Was für Rot, Junge? Das ist wieder so abgehoben auf YouTubern, ne? Muss da so ein Itemframe wieder hin tun. Ja, also das ist also jetzt meine Bewertung, oder was? Ja, nee, du musst da wieder zwei Itemframes hin tun. Ja, ich versuch's gerade. Gemälde, ne? Oh. Nee, nicht Gemälde. Ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich. Gegenständrahmen. Oh ja, okay. Ey! Grün wird hier nicht weggemacht. Das könnte so Kevin liegen sein, Alter. Ey, was für Kevin liegen? Das ist wieder so abgehoben auf YouTubern, ne? Gemälde, ne? Nee, nicht Gemälde. Oh. Ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich. Okay, zwei rote, vier grüne, ein orangenen. Alles klar. Ja, das ist besser aus als für die erste. Aber die sieht auch ein bisschen ups, aus. Da ist was runtergefallen. So. Was sieht daran bitte besser aus als an meiner? Jetzt mal ganz im Ernst. Guck mal, die Liegen sind schon alleine besser aus als wie deins. Er macht das nur riesengroß. Und was soll das hier sein? Ja, weiß ich nicht. Ein Pool mit Kopfschutz oder was? Anscheinend. Was ist das hier? Für die kleinen Kinder zum Einsperren? Keine Ahnung, eine DJ-Bühne oder so. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Die Liege ist in Ordnung. Dafür gibt's von mir auf jeden Fall ein... It's okay. Ja, weil die Liege ganz in Ordnung ist. Der Sonnenschirm da ist auch ganz okay, ne? Also... Wollt ihr mich passt. Eigentlich... Ich komplett verarschen! Was? Wollt ihr mich warum? Mein Eis und Bleeding, wollt ihr mich alle komplett verarschen? Das war meins! Oh, und was soll das hier jetzt sein, das hier? Ich weiß nicht, ich wollte da noch so einen riesigen Wasserball machen. Ah, okay. Ja, Team Bösch. Da hat jemand wohl nicht besser als ich gebaut. Ah, das sieht nice das aus. Nee, da sieht eins besser aus. Allerdings so, im Schwimmbad hätte ich nicht gerne so Löcher im Wasser. Ja, gut. Sonst aber... Oh. Mein Eis im Lied, mein Eis im Lied, mein Eis. It's auch okay. Schaut euch das an. Alter. Ja, mega. Mega. Es kriegt einfach mal ein fucking best bleeding. Ja, das geht einfach. Alter. Ja, mal tolle Scheiße. Ja, ey, komm, der Boden, der ist richtig geil. Der Boden verdient Respekt. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber. Ja, ich schon. Das ist einfach, hast du dir schon mal so eine Treppe angeguckt? Klar. Leute, Alter, das als Treppe möchte, oder? eins muss frei sein. Das ist, gehört hier, glaube ich, nicht zu. Nee, ich hab's einmal zweimal gedrückt, aus Versehen. Okay, meh, das ist geil. Ja, die Schirme könnten besser sein, ne? Nee, die Schirme sind, finde ich, ganz in Ordnung. Ist eine schöne Farbe. So rot-weiß ist echt geil. So gelb-blau ist auch eine geile Farbe eigentlich. Das ist hier so eine
Das ist hier so eine Pool-After-Party, aber keine Pool-Party. Ja, keiner will ins in den Pool, ist zu kalt wahrscheinlich. Nein, aber sieht schon besser aus als meins, würde ich sagen. Kriegt auf jeden Fall ein Gut. So. Das finde ich cool, diese Idee mit dem Slime-Blöcken. Oh, ich bin jetzt da drauf gesprungen. Das geht so, Captain. Hä? Wow! Ja, yay! Yeah. Yay! Yeah. Ah, das ist so gedacht, Kevin. Guck mal, das ist so gedacht. Dass man da so abspringt. Ja, was soll ich sagen? Also, die liegen. Ist in Ordnung, aber. Ja, keine Ahnung. Sieht komisch aus mit dem Turm und so. Ist jetzt nicht so das wahre Kriegen. Mäh. So, Endergebnis, meine Freunde. Der Gewinner des Ganzen. Der Gewinner von dem Ganzen ist. Der hier, der gar nichts gebaut hat. Herzlichen Glückwunsch an Malo. Nein, Spaß, das zählt natürlich nicht. So, also, ich habe 4 grüne bekommen, einen orangenen, den roten denken wir uns einfach mal weg. Das hat auf keinen Fall gewonnen. Das hier. Herzlichen Glückwunsch an die Person, die das hier gebaut hat. Ist leider nicht in der Party. Wir wissen nicht, wer es ist. Deswegen kann ich auch nicht hier irgendwie so einen Namen einblenden oder was weiß ich. Okay, dann würde ich sagen einfach, das war's mit Masterbiz. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt. Ciao! Kevin? Ja? Kevin, mir hat ein Zuschauer irgendwie von dir geschrieben. Warte, ich kann's dir sagen. Sag Dali, ich mag ihn. LG, Lepanda. Ich mag dich auch. Tschüss.